Die Äquivalenze of Technology für das Rennen der Langstreckenweltmeisterschaft in Sebring wurde angepasst. Während an der Kraftstoffzuteilung pro Runde bei Toyota nichts verändert wurde, müssen die Privatteams in der LMP1-Kategorie weniger Energie pro Runde verbrauchen. Während die normalen Fahrzeuge, wie der Rebellion Gibson R13 103,1 MJ pro Runde freisetzen dürfen, müssen Autos mit Turbo, wie der BR1 mit einem Grenzwert von 95,8 MJ auskommen. Für die normal angetriebenen Fahrzeuge bedeutet das eine Reduzierung der Kraftstoffzuteilung um rund 2% im Vergleich zum Rennen in Shanghai. Autos mit Turbomotoren erwarten eine Reduktion von rund 3%. Einzig allein die Hybridfahrzeuge von Toyota müssen mit den gleichen Werten wie in Shanghai arbeiten. In Sebring wird nur ein Team mit Turbomotoren starten. Wie Collis setzt den Lauf aus, um von Nissan zu Gibson zu wechseln, weshalb nur der BR1 von SMP übrig bleibt. Trotz der Änderungen ist kein Vorteil für Toyota zu erwarten, weil der maximale Kraftstofffluss und die Benzinmenge pro Stint nicht verändert werden. Die Veränderungen sind einzig allein auf die unterschiedlichen Charakteristiken der Strecken in Shanghai und Sebring zurückzuführen. In Shanghai haben die Privatteams erst 10% mehr Spielraum beim Spritverbrauch erhalten. So sollte verhindert werden, dass die Fahrer während des Rennens massiv Benzin sparen müssen. Punkt. Die Technik Lift and Coast, also das frühzeitige vom Gas gehen vor einem Bremspunkt, ist seit der WEC-Saison 2014 ein beliebtes Mittel, um die Grenzwerte einzuhalten.